Manche nennen es Demokratie, für andere ähnelt es einer offenen Feldschlacht. In der CSU bringen sich die Lager bei der Seehofer-Nachfolge in Stellung. Neuester Kandidat ist Innenminister Herrmann. Dessen Dementi ist windelweich. Für Unruhe reicht es indes allemal. Kurz vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung zur Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer geht es in der Partei drunter und drüber. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat CSU-intern Zeitungsberichte dementiert, wonach er bereits seine Bereitschaft zu einer Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2018 erklärt habe. Er habe nichts zugesagt, so zitierten ihn übereinstimmend mehrere CSU-Landtagsabgeordnete. Herrmann habe aber Gespräche am Montag in der Staatskanzlei bestätigt. Die Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur hatten übereinstimmend berichtet, Herrmann habe in der vertraulichen Sitzung in der Staatskanzlei erklärt, er wolle Amtsinhaber Horst Seehofer als Ministerpräsident beerben und sich um die Spitzenkandidatur bewerben, sollte dieser zu einem Verzicht bereit sein. An dem Treffen soll neben Seehofer ein kleiner Kreis weiterer, hochrangiger CSU-Politiker teilgenommen haben. Sollte der Innenminister tatsächlich seinen Hut in den Ring werfen, wäre mit einer Kampfabstimmung zwischen Herrmann und Finanzminister Markus Söder zu rechnen. Öffentlich lehnte Herrmann jeden Kommentar dazu ab. Ich bleibe dabei, ich sage da im Moment nichts zu, sagte er in der Münchner Runde des bayerischen Fernsehens. Das sei ein Gebot des Anstands. Wiederholt wich er der Frage aus, ob er im Fall von Seehofers Verzichtsinteresse an der Spitzenkandidatur habe. Zunächst müsse Seehofers Erklärung abgewartet werden, die dieser am Sonntag oder Montag abgeben wolle, sagte Herrmann. Spätestens am Montag wird mit einer Aussage Seehofers gerechnet, jedoch gibt es zu der anvisierten Vorstandssitzung noch immer keine Einladung. In der Partei wird davon ausgegangen, dass Seehofer erst das Treffen mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Abend abwarten will. In der CSU schlugen die Berichte dem Vernehmen nach ein wie eine Bombe. Die Landtagsfraktion sei in heller Aufregung, hieß es. Herrmann gilt als einer der loyalsten Unterstützer Seehofers, Söder als dessen größter Kritiker, damit würden sich die beiden Lager in der CSU bei der Kandidatenkür offen gegenüberstehen. Am Montag will die CSU-Landtagsfraktion noch vor einer Sitzung des Parteivorstands ihren Favoriten wählen, die Entscheidung hat aber keine bindende Wirkung für den Vorstand. In der Fraktion werden Söder deutlich mehr Anhänger und Unterstützer.